Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Follow Me Around. Ich wollte eigentlich heute den ganzen Tag filmen, gleich nach dem Aufstehen, aber dann habe ich das wieder vergessen. Und jetzt bin ich gerade im Haarewaschen und mir tropft das gerade hier schon runter. Ich wollte euch heute mal den ganzen Tag mitnehmen, weil ich gehe heute zum Friseur und kriege endlich Strähnchen. Und es ist Freitag und normalerweise bin ich gar nicht in der Lage, morgens zu reden. Aber da Freitag ist und ich nur bis 2 Uhr arbeiten muss, kriege ich das jetzt mal gerade hin. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich nehme euch heute so den ganzen Tag so ein bisschen mit, so wie ich es schaffe. Und viel Spaß. Geföhnt, angepinselt und jetzt kann es eigentlich losgehen. Jetzt muss ich noch Kaffee machen, eine Kanne. Dann muss ich noch zu Lidl und das war es eigentlich. Und dann geht es erstmal zur Arbeit und um 2 Uhr, jetzt ist es 7:45 Uhr, um 2 Uhr holt meine Mama mich ab. Mit der gehe ich zum Friseur. Ich weiß gar nicht, wann ich mit ihr das letzte Mal beim Friseur war. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Weil sie geht immer zu einem Friseur, lässt sich Strähnchen machen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, und bezahlt noch nicht mal 50 Euro dafür. Mit Schneiden, mit Strähnchen machen, also richtig schöne, helle Strähnen. Und da bin ich mal gespannt, weil da, wo ich sonst immer hingegangen bin, habe ich immer um die 70 Euro bezahlt. Und das ist ja echt teuer, ne? Ja, da freue ich mich drauf und dann geht's auch schon los. So, jetzt muss ich diese Kanne hier voll machen, weil Manuel es ja nicht aushält den ganzen Tag ohne Kaffee. Und das muss ich mit dem Vollautomaten machen, weil er ja auch nur, der feine Herr mag ja nur diesen Kaffee. Und da muss ich immer 6 von diesen Bechern hier einzeln darunter stellen, voll machen und dann hier reingießen. Ja, das mache ich jeden Morgen. So, und dann wollen wir mal den Motor starten. Los geht's. Und das ist ein Lärm. Das kann ich ja morgens eigentlich überhaupt nicht ab. Und los geht's. So, in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal meine Schuhe anziehen. Nehmen wir mal diese hier. Die sind schön warm. Und die ziehe ich mir jetzt schon mal in der Zwischenzeit an, wo der Kaffee läuft. Oh, ist das ein Lärm. Schatz, wollen wir heute ausnahmsweise Schinken-Käse-Croissants? Ja? Ja. Ist das ein Ja? Ja. Okay, ich habe es nämlich aufgenommen. Also darf ich? Habe ich das jetzt hier? Offiziell? So, ich gehe zu Lidl, holst du mich dann da gleich ab? Und nimmst du den Korb mit? Bis gleich, ne? Bis gleich, Schatz. Schläft er noch? Ja. Ja. Bis später, Schwarzer Peter. Weg, den ich fast jeden Morgen gehe, da ja immer irgendetwas fehlt, aber ich brauche nur die Straße hoch und dann bin ich schon bei Lidl. Und die Schinken-Käse-Croissants, die sind der Hammer. Eigentlich dürfen wir die ja nur an unserem Alles-Ess-Tag. Die Leute, die unsere Diät verfolgen, die Diätvideos, die wissen ja, dass wir immer nur einmal in der Woche was essen dürfen, also alles essen dürfen. Dieser Tag ist heute eigentlich gar nicht, aber ausnahmsweise, da wir wieder in Zeitdruck sind, machen wir das heute mal. Bis später. Ich wollte mich abholen und ist immer noch nicht da. Jetzt laufe ich wieder zurück. Das kann hier echt nicht wahr sein.
so, er hat ein neues Handy. Und zeig mal den Leuten, was du für ein schönes Hintergrundbild hast. Oh. Ist Zeit für Urlaub. Ist das süß, ne? Ist Urlaubszeit. Bist du süß. I love you. Ich bin eine Menge, aber bestimmt nicht süß. So, nun sind wir bei der Arbeit angekommen. Jetzt sitzen wir unsere Zeit hier eben ab bis 2 Uhr und dann geht's zum Friseur. Was du sagst kannst du? Deine Zeit vielleicht absitzen, ich hab noch zu tun. Ich freue mich auf den Friseur. 2 Uhr, ich komme. So, 2 Uhr. Wo gehen wir jetzt hin? Strähnchen. Ich muss das leise machen, sonst meckern die. Freust dich? Ja, ich freue mich. Hier will sie dich, ne? Ich freue mich, wenn das was wird. Wieso? Nicht, dass das Geld wird, ne? So wie du immer sagst. Ach so, Angst, ja, Hauptsache wir kommen jetzt dran. Ne? So, wir melden uns nachher nochmal. Aber ich weiß nicht, ob ich beim Friseur filmen kann, weil das da ja immer, wenn das da so voll ist, dann mag ich das nicht so. Ne? Müssen wir gucken. Bis nachher. Tschüss. So Leute, wir sind fertig. Sabinchen, sie hat es getan. Sie ist blond. Veränderung, ne? Ja, das ist richtig so eine krasse Veränderung. Boah, ich bin richtig so... Sieht aber gut aus. Sieht aber echt gut aus. Dreh dich mal um, von hinten. Ja, ganz toll auch der Schnitt. Gut aus. So, jetzt müssen wir erstmal was essen. Genau. Diesen anstrengenden Friseur ist. Ja. Durch diese Gasse läufst du ja wohl nicht alleine, ne? Wenn du hier in der Stadt bist. Doch, immer. Nee. Da kann jemand um die Ecke stehen und kann dich auflauern, ne? Das weißt du. Wer will mich denn? Guck mal, leuchte ich auch im Dunkeln mit meinen hellen Haaren. Rubinchen, was wolltest du jetzt denn für deinen Schminktisch? Das sieht niedlich aus. Ja, schön. Brauchst du jetzt noch, ne, für Pinsel? Ein Behältnis. Auswahl genug, aber nicht das, was wir suchen. Irgendwas noch mit einer Kerze. Irgendwas, was man noch... Candle reintun kann. Machst du da? Das könnte ich mir jetzt. So, endlich wieder zu Hause. 8 Uhr. Ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr unterwegs. Tschüss. Bock, den Schlüssel jetzt rauszusuchen. Hallo. Hallo. Was ist hier gekommen? Hast du schon was hingestellt? Guck mal, was gekommen ist. Mein Schminktisch. Oh. Oh. Ist der schön. Danke fürs Aufbauen. Ich kann dafür den Schrank da hinstellen, aber es geht nicht. Ich habe ein Schminktischgeschenk gekriegt von meinem Schatzi. Danke, ne? Ich bin ganz aufgeregt. So sieht er jetzt aus. Ich mache nochmal ein extra Video dazu, ne? Dann könnt ihr das nochmal sehen, wenn das fertig ist. Aber das ist so schön. Da habe ich mir schon so schöne Sachen gekauft. Die werden dann da gleich alle einsortiert. Danke, ne? Womit habe ich das verdient? Gar nicht. Mua. So, der Tag ist rum. Es ist 11:15 und ich habe den Schminktisch noch fertig gemacht. Und jetzt kann ich aber nicht mehr. Ich brauche jetzt echt Feierabend.
Ich sehe schon voll groggy aus, aber ich habe den Schminktisch fertig und dazu gibt es natürlich auch wieder ein neues Video. Aber das zeige ich euch jetzt nicht, sondern beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss!